Hallo Leute, hier ist der Jens von den Tabletop Generals und ja, wir machen wieder einen Battle Report für den Polenfeldzug. Heute eine Partie Chain of Command und heute ist auch wieder hier der Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Ja, was gibt's für das heutige Spiel zu sagen? Die Polen sind am 9. September zu einer Gegenoffensive gegen die Deutschen angetreten. Und hier, diese drei Häuser, die ihr hier sehen könnt, und dieses Nebengebäude, das sind Teile der Ortschaft Piatek, wo die Deutschen eine neue Widerstandslinie aufgebaut haben, um die Polen zu stoppen. Die Polen versuchen den deutschen Vormarsch nach Warschau, ja, von den rückwärtigen Linien abzuschneiden und selber nach Warschau durchzubrechen. Und hier bei Piatek wollen wir mal gucken, ob das Ganze klappt oder scheitert. Ja, damit ist schon klar, die Deutschen verteidigen und die Polen greifen an. Dann kommen wir doch gleich mal zu den Truppen. Ja, das polnische Platoon für den Angriff auf Piatek. Zwei Senior Leader, einer mit Pistole, einer mit Gewehr, ein Anti-Tank-Rifle-Team und da drüben ein knapp 50 mm Mörser, 3-Mann-Team. Und dazu hat der Andreas 3 18-Mann-Trupps, jeweils mit Junior Leader, Bar, der hat noch einen Loader und dann sind dazu 15 Additional Riflemen. 1, 2 und 3-mal hat er das Ganze. So, die Polen sind immer noch bemüht, das Ganze so kräftig wie möglich zu machen. Das heißt, der Andreas startet mit 10 Punkten Force Support und darf jetzt seine Moral auswürfeln. Und ich kriege noch einen dazu. Über der Splatoon-Geschichte. Genau. Eine 3, das bedeutet, du bist bei Force Moral 9. Okay. Also um einen schlechter als beim letzten Mal. Richtig. Ja, also du kriegst 10, weil du Attacker bist und einen für mich, für mein Platoon. So schaut's aus. Dann kommen wir zu den Deutschen. Das Platoon der Deutschen für die Verteidigung von Piatek. Wir haben hier einen Senior Leader mit Pistole und dann haben wir 3 identische Infanterietrupps, jeweils mit Junior Leader mit Gewehr, LMG mit 2 Mann extra Crew, also insgesamt 3 Leuten, einen zusätzlichen Rifleman und 8 Riflemen im Rifle-Team. Und das Ganze haben wir 3-mal. 1, 2 und 3. So, dann werde auch ich meine Force Moral auswürfeln. Ich habe Force Moral 10. So, ich bekomme die Hälfte von Andreas seinen Punkten, das sind 5. Und weitere 5 bekomme ich für den Stärkenunterschied der Platoons. Das bedeutet, ich habe 10 Punkte Force Support gegen die 11 vom Andreas. Ja, jetzt zeigen wir euch noch einmal kurz, wie ihr es gewohnt seid, den Tisch. Wir haben hier viel landwirtschaftliche Nutzfläche, einige Kornfelder. Da wurde ein bisschen Heu gemacht, damit irgendwelche Kühe oder sonstigen Viecher über den nächsten Winter kommen. Hier sind ein paar Bereiche, wo Bäume stehen mit Unterholz, deshalb diese Waldbases. Dann ist hier so eine eingezäunte Weide, da ist noch so ein bisschen Wald, da ist noch so ein bisschen Wald und ein paar Bauernhäuser und ein Garten, in dem irgendwelches Grünzeug angepflanzt wird. So, Ah, hier sind noch Hecken neben der Straße. So, die Hecken, die Zäune, die Wälder und die Kornfelder, das gibt alles Softcover. Und die Häuser selbst geben Hardcover. Die Kornfelder geben nur Softcover, wenn man stationär geblieben ist. Diese Heuhaufen hier, die geben praktisch nur einzelnen Modellen Cover, weil einen ganzen Squad dahinter, das funktioniert halt nicht. Und genauso wäre es dort drüben mit dem Brunnen. Der Andreas ist der Attacker, der wird mit seinen Polen von da drüben kommen. Das ist mehr oder weniger so die nordwestliche Ecke. Und hier unten haben wir die südöstliche Ecke. So mehr oder weniger. Mhm. Ja, Missionsziel wird dieses Gebäude sein. Mhm. Und das bedeutet, ich werde hier mit 4 Patrol-Markern starten. Und der Andreas da hinten. So, der Andreas kriegt W3 plus 1 freie Bewegung. Das sind 3. Insgesamt 3 freie Bewegungen. Sauber. Sehr Andreas nimmt einfach alle 3, schiebt die einen nach vorne. Mhm. So, ich habe gleich die erste Bewegung, aber wir machen schon mal Left-Hand Handshake. Auf ein schönes Spiel, so eine Mann. Auf ein schönes Spiel. Ja, und dann muss ich noch mein Messwerkzeug holen und dann geht's los. Für die verteidigenden Deutschen habe ich es geschafft, da einen Jump-Off-Point zu generieren hinterm Zaun. Dann habe ich einen hier hinten an der Spielfeldkante, falls der Andreas doch sehr stürmisch vorrückt, dass ich einen in Reserve habe. Einer ist auf dem Objective, da brauchte ich mich gar nicht drum zu kümmern. Und einen weiteren habe ich hinter dieses Bauernhaus bekommen. Für den Andreas hat sich das Ganze so dargestellt, dass er einen hier hinterm Zaun hat. Der kam von dem Patrol-Marker. Dann hat er da vorne bis zum Waldrand ausgekundschaftet und hat dort einen weiteren hinterm Zaun. Und da in diesem Szenario der Attacker die erste Phase hat, hat Andreas schon die Würfel in der Hand und zeigt, was er kann. Eine einzelne 6 ist nichts, 2 Vieren, eine 3 und eine 2. So, der Andreas hat einen Haufen Kram gemacht. Hier eine Infanterie-Section, die Tactical gegangen sind, ein Senior Leader und einen weiteren Infanterietrupp, der auch Tactical ist. So, dann wollen wir noch mal gucken, ob wir schon ein paar Deutsche aufs Feld holen können. Trotz Dingensbombardment. Ja, wir werden mal gucken. Ich habe schon mal einen Punkt für Chain of Command. 2, 2, eine 1 und eine 4. So, unsere großen Vorbilder, die Too Fat Lardies, die holen oft nicht so schnell Sachen raus, so zumindest versuchen sie es nicht. Und Tabletop CP und Check Your Leader TV, all diese coolen YouTube-Channels, die auch einen Haufen Chain of Command Videos machen, zwar alle nur auf Englisch, also wir sind die Einzigen, die das eigentlich auf Deutsch machen, die würden zu einem so frühen Zeitpunkt nichts tun, aber das kann ich irgendwie nicht. Ich muss was versuchen. Mit der 1 werde ich versuchen, den Sniper durchs Prep-Bombardment zu kriegen, das klappt nicht. So, dann habe ich hier 2 Zweien, da werden wir versuchen, 2 Infanterietrupps durch das Prep-Bombardment zu kriegen. Zweien sind. Nee, aber eine 1 und eine 3. Yes. Und dann ja, tun wir einfach nichts weiter, weil der einzelne Senior Leader wird mir nichts bringen. Dann darf der Andreas schon wieder würfeln. Ja, sehr gut. Außerhalb von allem. Davon können wir gleich jetzt mal wieder ein Foto machen. Du kriegst 4 Punkte Chain of Command und eine 2. So, mit der 1, 2, die der Andreas hat, weil die 4 Fünfen haben wir schon auf dem Würfel notiert, will der Andreas diesen Infanterietrupp über den Zaun hetzen. Und bei einem niedrigen Hindernis ist es so, man würfelt 2W6 und nimmt das niedrigere Ergebnis weg. Andreas darf also 6 Zoll nach vorne laufen mit jedem seiner Soldaten. Ja, das klingt doch gut. Dann machen wir das mal. So, wenn der Andreas noch bewegt, werde ich mal für mich würfeln. Und ich habe noch eine 5, eine 2, eine 3 und 2 Vieren. Eine 4 kann ich schon mal nicht benutzen. Das heißt, ich werde für die 2 und die 3 versuchen, Trupps aufs Feld zu holen. Und wenn das klappt, dann gucken wir, was ich mit der 4 tue. So, dann werden wir mal würfeln. Den Infanterietrupp für die 2. Der kommt. Der Infanterietrupp für die 3. Der kommt. Und dann werde ich tatsächlich noch versuchen, den Senior Leader aufs Feld zu holen. Der kommt nicht. Alles klar, dann haben wir 2 Infanterietrupps, die wir platzieren können. Und dann gucken wir mal, ob wir ein paar Kugeln in die Heide jagen, respektive in ein paar khaki-farbene Figuren. Ja, wir werden mal hier an diesem Ende beginnen. Ich habe hier einen Infanterietrupp platziert. Und zwar so, dass sie das Counterfeuer vom Andreas schön miteinander teilen können. Ist hier das MG-Team, diese 4 Leute, und daneben das Rifle-Team und hier hinten der Leader. Der Leader wird mit der 3 die Sonderregel Maschinengewehr benutzen, macht 2 Würfel extra. Dann habe ich hier vorne einen und noch einen Rifleman, das sind nochmal 2 Würfel und dann 8 Würfel für das LMG. Macht insgesamt 12 Würfel, treffen auf die 4, hatten wir gesagt, weil wir innerhalb von 18 sind. Das ja, 6 Treffer. Durchschnitt. Ups. Das sind 2 Tote, 3 Punkte Schock. Kein Leader. Genau. Dann sind wir an diesem Ende fertig. Dann werden wir hinüber wechseln, weil ich habe da drüben noch Infanterie platziert. Hier hinterm Zaun. Und da haben wir das LMG, das macht 8 Schuss. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. 8 und 5 sind 13 immer noch, ne? Ja. Gut. 13 Würfel. Die treffen jetzt allerdings nur auf die 5. Und der Andreas ist, weil er Tactical gegangen ist und ich hier so über den Zaun hinweg schieße, in Hardcover. Und ich mache ganze 2 Treffer. 2 Treffer? Jawohl. Aha, aber der eine zählt nicht, weil der... Genau. Ist. Das ist gut. Nicht. Andreas will einfach 2 Polen verlieren. Oh, es soll auch noch der Leader sein. Ist es der Senior Leader? Nee. Nein, es ist der Kleine. Was passiert ihm? Tot. Er stirbt. Wow. Der wollte so dringend sterben, dass er einfach in die Kugeln reingelaufen ist. Guter Beschuss, Jungs. Wollt ihr die nächsten Scharfschützen stellen, oder? Der weiße Tod war mit dabei. Richtig. Dann darfst du Bad Things Happen würfeln. Es ist eine 5, das ist, glaube ich, minus 2. So, was war's? Killed? Junior Leader killed. Minus 2, so 7. Genau, und dann darfst du deine Würfel werfen und gucken, was du tun kannst mit deinen 5 Würfeln hier im Würfelkram. Oh, das ist so ein guter Wurf für dich, glaube ich. 3, eine 2 und eine 4. So, der Andreas hat alle möglichen Würfel hier verteilt und hat schon geraume Pläne, also ein paar Ideen hat er. Und eine davon beinhaltet seine 20 mm Tankette. Ne, die Tankette ist ein bisschen größer als 20 mm. Ja, genau, aber das Kaliber, das Geschütz. Das Kaliber vom Geschütz ist 20 mm. Genau. Und damit wolltest du da hinten auf die Infanterie hinterm Zaun schießen? Genau. 6 Schuss HE und 2 im offenen. Ja, das ist mein Schutzwurf, aber du musst jetzt erstmal 6 mal auf die 5 treffen. Das ist immerhin einer. Und da werde ich gleich einen Schutzwurf machen. Und zwar für mein Rifle-Team. Mhm. Na, weil ich bin in Cover, offiziell bin ich es. Und deshalb darf ich aussuchen. Und ich werde einen Punkt Schock bekommen. So, was ist der nächste Plan? Mit denen möchte ich 3W6 in die Richtung laufen. Okay, mit den Jungs, die gerade eben ihren Leader verloren haben. Ja, mit denen. Gut. Das sind 13. Jawohl. Das sieht nach zügigem Vorrücken aus. Mhm. Gut. Dann hast du noch eine 3 und eine 4 und noch eine 3, ne? Ja, mit der 4 nehme ich, das mache ich dann hier gleich zu Ende. Ja. Mit der 4 nehme ich die 3 Schockmarker weg. Jawohl. Und danach ist die Idee, mit denen hier, hier zwischendurch in die Richtung. Richtung Brunnen. Ja, Richtung Brunnen 3W6 zu laufen. Genau. Der Leader darf das, weil er innerhalb von 4 steht, deshalb darf er Schock wegnehmen. Genau, und dann habe ich hier, mit der 3 habe ich ja den Junior Leader aktiviert und dann kann ich danach den Schockmarker direkt wegnehmen, nachdem ich die Bewegung gemacht habe. Richtig, das stimmt. Deshalb brauchst du sie gar nicht hinlegen. Wie weit kommst du? Ich kann jetzt die beiden 10. Das sind 10, das sieht gut aus. Ja, und dann laufe ich da 13, da 10 und dann stelle ich hier noch einen Drop auf. Sauber. Ja, da ist der Vorstoß für die zu Ende. Hier ist der Trupp am Wald vorgerückt. Und hier, oh, da ist ein neuer polnischer Trupp aufgetaucht. Mhm. Und die wollen meine Deutschen hier neben dieser Hütte beschießen. Ja, da habe ich 4 Schuss. Auf die 5, das ist nichts. Und 3 Schuss mit einer 1 wiederholen. Genau, das sind 2. Nee, nicht 2 Einsen, sondern eine 5 und eine 6. Ja, aber es sind 2 Treffer. So, dann machen wir, um hier die Treffer aufzuteilen, einmal das Rifle-Team, da ist es ein Toter, nee, ist auf Cover, Schock, und das MG-Team auch ein Punkt Schock. Mhm. 2 Punkte Schock, und dann war's das. Ja, dann bist du dran. Dann bin ich dran, mal gucken, was ich hier gleich, den machen wir nochmal. Dann haben wir einen Punkt Chain of Command, 2 Zweien und eine 1. So, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was ich dann mit den 3 Würfeln, die ich nur effektiv nutzen kann, anstellen möchte. Und das wird dazu führen, dass dieser Trupp sich 1W6 in diese Richtung bewegt und dann das Feuer auf die Jungs da am Zaun eröffnen soll, mit halber Effektivität. Ich bewege mich 2 Zoll, dann werden wir mal gucken, wie viele Schuss ich danach zusammenkriege. Ja, manchmal hilft es, wenn man darauf achtet, dass man Schockmarker hat. Denn so wurde aus der 2 Zoll Bewegung eine 1 Zoll Bewegung. Und das sorgt dafür, dass dieser Mann eine Schusslinie hat, weil er kann selber sehen, das passt. Die 2 können ohnehin und der kann, weil in dem FAQ von den Too Fat Lardies steht, dass diese Arrowhead Formations, also wenn sie so da, wenn er praktisch an ihm vorbeischießen kann, keine Nachteile erhalten sollen. Aber dieses ganze Geknubbel dahinter kann halt nicht schießen, weil sie keine eigene Sichtlinie haben. So sehen wir das zumindest. Das bedeutet 4 Würfel, halbe Effektivität, also 2 Würfel auf die 5. Da haben wir einen. Du bist in die Open. Du verlierst einen Mann. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Aber nee, das kann ich mir denken. Aber ich nehme das mal trotzdem. Ja. So, was machen wir denn dann jetzt hier? Ja, dann müssen wir hier Maschinengewehr machen. Okay. Und dann haben wir 10 Schuss auf dich. Mhm. Und das war's dann, glaube ich, schon. Okay. Weil ich zu schlecht dafür stehe. Ja. Die können alle nicht so richtig. Na okay, vielleicht müssen wir gucken, wie wir das hier mit denen lösen, aber auf der Seite fällt auf alle Fälle raus. Und die zweite Reihe natürlich auch. Mhm. Also habe ich mindestens 10, aber wahrscheinlich auch nicht mehr Schuss, die dich auf die 4 plus treffen. Wir machen das jetzt einfach mal so. 2 wird es, glaube ich, noch hinkommen. Nee, aber der hatte ich auf alle Fälle im Offenen. Ja, aber ich meine auch der andere dahinter, der hier? Hat. Nee, nee. Der? Nee. Dieser hier zum Beispiel. Der hier? Ja. Ja, der, aber das ist schon verdammt steil. Wir machen einfach mal die 10. Gut, wie viele soll ich dann extra nehmen? 2 oder so. Gut, aber die sind dann mit Softcover. Okay. Das ist hier für deinen Schutzwurf wichtig. Mhm. Diese hier treffen auf die 4. Das sind nur 3. Jo, und dann noch 2. Ja. Und dann machen wir noch 2, wo du Softcover hast, zur Not. Da ist noch einer. Softcover? Nichts. Nix. In die Open, 1 Punkt Schock. So. Und dann haben sie schon 3. Jo. Nee, 2. Einen durchs Laufen, weil bis jetzt sind ja nur Leute gestorben. Ja, stimmt. Das ist das Einzige, was sie gemacht haben. Richtig. Gestorben. Und dann darfst du würfeln. Haufen Senior Leader, eine 1 und eine 3. Ich kann alle 3 Senior Leader aktivieren. Ja. Perfekt. Hey, du kannst 4. Ja, stimmt. Ja, aber ich habe, glaube ich, nur 5. Ja, so ein Mist. So, die Würfel sind platziert und es soll hier irgendwie mit einem Senior Leader losgehen. Oder? Erstmal damit, mit diesem Fahrzeug hier. Ah, okay, also erst mit der Tankkette, ja? Genau, die 20 mm Tankkette. Genau. Soll auf den Infanterietrupp schießen, den Squad halt. Ja, nehmen wir. Das ist ein beeindruckender Wurf. Ja, dafür kommen die 6. Die 6 hattest du zwischendurch. Ja, zwischendurch hatte ich ein paar, ja. Ja. Gut, also das fällt aus. Ja, und dann soll er 3W6 laufen. Richtig. In die Richtung auf den Trupp zu. Das sind 14. Das ist ein ganzes Ende. Das reicht zwar nicht, aber wahrscheinlich nicht. Nee. Gut. Aber er ist einer von 4, das heißt, er kann nicht einzeln beschossen werden. Richtig. Also dann hast du jetzt noch 2 Kommando. Genau, er hat noch 2 Kommandos, das heißt, er kann den Befehl geben, mit 3W6 in diese Richtung zu laufen. Okay. Aber ich könnte das auch... Doch, das kann ich schon jetzt machen. 3W6 in die Richtung auf das Missionsziel zu. Yep. Also diesen Jump-Off-Point, halt, das Missionsziel. Genau, hier hinter der Hauskante. Hinter der Hausecke. Ist das nicht da in dem Haus? Das ist dieselbe Richtung. Ja, aber... Hier ist einer und da drinnen ist einer. Richtig, aber ich möchte nicht da stehen bleiben, sondern wenn, dann so weit wie möglich. Ja, alles gut. Dann gucken wir mal, wie weit du kommst. 10. Das sind 10 Zoll. Wir sind gespannt, wie weit das ist. Ah, dann schauen wir doch mal. Du bist weiter als 4 von mir weg, aber du bist innerhalb von 4 zu dem Jump-Off-Point. Mhm. Das heißt, dieser Jump-Off-Point ist jetzt geschlossen. Genau. Solange bis du die alle weggeschossen hast. Ja. Du hast Glück, dass du keine 13 oder so gewürfelt hast. Dann wären wir halt im Nahkampf gewesen. Ja, aber du wärst in das MG reingelaufen. Du bist im Arc of Fire. Okay. Okay. Da hattest du Schwein, mein Freund. Gut, dann kannst du die Bewegung ja nachher zu Ende machen. Ich gebe dir die 10, also die 10 Augen kriegen wir hier mal her. So, was hast du da noch für ihn? Ist er innerhalb von 9 zu denen? Nö, oder? Doch, ist er doch. Gerade so, aber... Ist auch egal eigentlich, er braucht den Befehl halt nicht. Ne? Alles klar. Weil der ist auch noch da. Gut. Der soll ja eigentlich mit denen dann nochmal hinlaufen. Gut. Was ist dann der nächste Plan? Erstmal hole ich da noch was raus. Mhm. Und was? Einen leichten Mörser. Schick. Und dann kann der... Durch den Wald kann ich hier durchgucken, wenn ich drin bin. Ja, kannst du. Also aus dem Wald heraus kann ich halt schauen. Ja. Das heißt... Ich kann ein Stück weiter hinten hinstellen, damit ich von der Minimum-Reichweite... Richtig, du musst ja mehr als 24 weg sein. Mhm. Und dann kann ich da nochmal hinschmeißen. Gut. 2 Würfel auf die, du kannst selber gucken, auf die 4. 2 Treffer, sauber. Mhm. Zuerst das Rifle-Team. 1 Punkt Schock. Das MG-Team. Nix. Ja, und dann kann er noch den Befehl geben, sich zu bewegen. Und dann, wie funktioniert das jetzt? Ich möchte mit denen so weit wie möglich, also über die Hecke werden 2W6 mit einem entfernen. Und wie war das für ihn auch? Naja, du kannst ja ihn einfach hier durch die Pforte hetzen. Mhm. Dann spielt es keine Rolle. Dann kannst du 3W6 geben. Ja, stimmt, weil er hat ja eh Befehle übrig. Das heißt, der kann einfach hinterherlaufen. Okay, ja, genau. Dann sollen die 2W6 laufen? Richtig, über die Hecke. Und du nimmst die 2 weg. Und dann guckst du mal, es reicht für 3 Modelle zum Rüberkommen, der Rest bleibt dahinter. Genau. Gut. Dann hast du das. Mühselig, aber irgendwann werden sie schon drüber sein. Richtig. Dann darfst du noch einmal für den Leader würfeln. Wie weit der kommt mit 3W6? Er soll sich halt im Trupp anschließen. Also, ja gut, 6 Zoll, das ist jetzt nicht viel, aber... Genau, da geht 6 Zoll in die Richtung und wird innerhalb von 4 bleiben. Mhm. Und dann darf ich meine Kommandowürfe machen. Ich kann auch alle meine Senior Leader. Ja, super. Eine 1, eine 2 und eine 5 dazu. So, was ich diese Runde anstellen kann, steht und fällt alles damit, ob ich meinen Senior Leader aufs Feld kriege. Mhm. Das werden wir jetzt mal versuchen und auf die 4+ klappt es. So, mit der 1 und der 2 werden wir eine 3 bauen. Und mit der 3 werden wir hier Maschinengewehr nutzen. Werden wieder da drauf schießen. 10 Würfel auf die 4. Das ist ein guter. Das sind 6. Mhm. Und dann haben wir noch 2 Würfel auch auf die 4. Das sind nochmal 2. Da hast du aber Soft Cover. Okay, erstmal die 6. In die Open. Das sind 3 Tote und 2 Punkte Schock. Okay. Da hast du keinen mehr. Und nochmal. Ne, und ein Toter und ein weiterer Toter und ein Punkt Schock. Okay, Moment. Es sind also 4 Tote und 3 Punkt Schock. Alles klar. Das war der Beschuss von hier. Mhm. Uff, das hat gut geklappt. Und dann habe ich hier von diesem Jump-Off-Point meinen Senior Leader deployed, der es durch das Prep-Bombardment geschafft hat. Mhm. Dann werden wir einen Punkt und einen zweiten Punkt Schock wegnehmen. Dann soll sich diese Einheit 1W6 Zoll in diese Richtung bewegen und dann mit halber Effektivität auf die Jungs schießen. Mhm. Dann brauchen wir einmal das Riffle Trading ins Kirchen und wir gehen 1 Zoll. So, wir können mit in etwa 4 Leuten eine Sichtlinie ziehen, bleiben 2 Schuss. Keine Treffer. Okay, dann kann ich jetzt meine Würfel würfeln, ne? Richtig. Ah, das ist ein ganzer Schwung für irgendwas. So, ich sehe, du hast ein paar Würfel platziert. Ja, ich fange mal hier an. Mit dem Mörser. Ja, der soll da hinten hin schießen. Bupp, sagt er. Auf die 4. So hat sich das in der Realität auch angehört. Gut, das ist einer fürs Rifle-Team und einer fürs MG-Team. Mhm. Dann machen wir Rifle-Team. Nix. Dann machen wir MG-Team. MG-Team. Ein Punkt Schock. Mhm. Ja. So, das war die 1. Dann genau. Sind die... Nochmal versuchen rüberzukommen. Jawohl. Irgendwie die 3 Zoll. 3 Zoll. Dann mache ich das hier gleich zu Ende. Dann soll er 3W6 in die Richtung laufen und dort einen Schockmarker wegnehmen und hier soll er, die sollen sich ein W6 bewegen und dann schießen. Okay. Und wie willst du von der Reihenfolge das zuerst machen? Da fange ich an. Gut. Die bewegen sich 1 Zoll. So wie dann. Genau, und sollen dann irgendwie schießen. Mhm. Okay, mal gucken, wie viele du zusammenkriegst. Ja, das können wir gleich abhandeln. Ja, genau. Er soll 3 wie 6 nach vorne laufen. 13. Ja. Und dann kann er da noch einen Punkt Schock wegnehmen. Genau. Sehr gut. Und dann bleibt dir praktisch ein bisschen Bewegung und ein paar Würfel zu werfen. So, immer noch nicht alle ganz über die Hecke rüber. Hier konnte man ein bisschen auffächern und wir haben für 4 Polen klare Schusslinien. Das bedeutet, Andreas hat 2 Würfel, treffen auf die 4. Bist fast so gut wie ich, mein Freund. Ja, aber wenn ich die zusammenfüge, dann habe ich einen polnischen Adler. Ja. Ich weiß zwar nicht, was dir das gerade nützt, aber... Ne, den treffe ich doch, oder nicht? Ach so. Wenn der 6 treffe ich. Das stimmt wohl. Dann werde ich mal gucken, was mit meiner Phase losgeht. Das ist eigentlich eine gute, glaube ich. Ah, die 5 hast du schon gerade eben gedreht, habe ich gesehen. Dann habe ich 2 Dreien, eine 2 und eine 1. So, es nützt ja nun alles nichts, also nichts großartig. Wir werden versuchen, für diese 3 das leichte Infanteriegeschütz aufs Feld zu holen. Mhm. Das klappt. Das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir da eine 4 gebaut. Und mit der 4 bedeutet das, wir werden das nochmal versuchen mit dem Infanterietrupp, dass er 1 W6 Zoll zur Seite geht und dann auf die Jungs da vorne im Offenen schießt. Mhm. Mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. Ich tippe auf eine 2. Wir kommen 3 Zoll weit. Das bringt ein bisschen was. Mhm. Und dann haben wir eine 2 für da drüben. Und da werden wir auf die Jungs schießen. Mhm. So, es ist soweit alles platziert. Wir werden mal an diesem Ende anfangen zu schießen. Wir haben 2 Gewehrleute, die schießen können, wo der Andreas Softcover gegen hat. Machen wir einen Treffer. Und hier vorne haben wir das Maschinengewehr. Wir können allerdings die Sonderregel Maschinengewehr nicht benutzen und verlieren einen Schuss durch die 2 Schockmarker, die da liegen. Und machen noch 2 weitere, wo der Andreas für im Offenen ist. 2 und einer, ne? Jawohl. Einer. Das ist mit Softcover ein Punkt Schock. 2. Und das ist ein Toter und ein Punkt Schock. Cool. Dann darfst du würfeln. Es ist nicht der Leader. Hast du also 2 Punkte Schock zurückgekriegt und einen Mann verloren. Ja. Ein guter Tausch, ne? Ja. Relativ. Relativ. So, das ist abgehandelt. Die 2 auch. Dann ist hier das leichte Infanteriegeschütz. Und dann werden wir versuchen, boom, da eine Granate reinzujagen. 6 Würfel treffen auf die 4. 3 Stück. Und du bist dafür im Offenen. 3 Punkte Schock. 3 Vieren. Das hat gut geklappt. Also für dich sozusagen. Mhm. Das haben wir schon deutlich schlechter gesehen. Ja. Und dann bleiben mir nach dieser großartigen Bewegung da, bleiben mir auch noch 6 Schuss für halbe Effektivität schießen. Und da machen wir 4 Treffer. Mhm. Für die du auch im Offenen bist, weil du im Offenen bist. Von der Infanterie. Ja. Weil ich im Offenen bin. Genau. Das sind 2 Tote und ein Punkt Schock, aber es ist nicht der Leader. Ja. Deine Phase. Hast du die Toten schon weggenommen? Mhm. Gut. 2 Dreien, eine 1 und eine 4. So, der Andreas hat seine Würfel platziert und möchte als erstes mit der Tankette etwas tun. Und zwar möchte er gerne nach vorne fahren. Und danach schießen. Und zwar 5 Zoll. Also Richtung Ziel möchtest du fahren. Und dann möchtest du auf das Ziel auch schießen. Genau. Das sind 6 Würfel, treffen auf die 5. Oh, das sind 4 Treffer. Ja. Das sind... Okay. Das sind 2 fürs MG-Team. Mhm. Da gucken wir mal. Das MG-Team. Es ist ein Punkt Schock. Mhm. Und das Rifle-Team. Es ist ein Toter. Wenn wir schon mal den Schock nehmen, ja, machen wir sofort. Aber das MG-Team soll erstmal Schock bekommen. Ja. Das Rifle-Team, ist es jemand, den wir... Nö. Ich verliere nur einen Gewehrschützen. Zack. Okay, und dann möchte ich das mit dem Mörser auch nochmal so machen. Ja, der soll da hinschießen, der Mörser. Dann kriegst du da hin. Ein Treffer. Ein Treffer. Ich entscheide, ich nehme das das Gewehrteam. Nix. Schock. Ah ja, stimmt. Ist in die Open. Ist Schock. Mhm. Da musst du mir Schockmarker anfangen rüber zu geben. Gib mir gleich mehrere. Ja, damit du die alle anlegen kannst, ne? Damit ich nachher nicht so viel laufen muss. Gut, dann hast du das alles gemacht. Ja, dann möchte ich hier zwei Granaten auf die werfen. Okay, du nimmst also beide Kommandoinitiativen, die er hat, um zwei Handgranaten zu werfen. Genau. Jetzt hast du zwei Würfel pro Granate und du musst weiter würfeln, als der Abstand zwischen uns ist. Zwei pro Granate. Genau, zwei Würfel pro Granate. Eine für jede Granate. Zwei Würfel pro Granate. Zwei für jede Granate. Richtig. Und aber immer nur zwei einzeln, weil du musst weiter würfeln, als der Abstand zwischen uns ist. Okay. Das klappt schon mal nicht. Genau, die landet in deinem Trupp. Ah, super. Die nicht. Die landet in mir, also bei mir. Mhm. Dann machst du einmal zwei Schutzwürfe für dich. Mhm. Das ist ein Toter. Ja. Ist es dein Leader? Nein. So, und dann mache ich zwei Schutzwürfe für mich. Mhm. Im Offenen, also einen fürs MG-Team. Ist ein Puck-Chock und einen fürs Rifle-Team. Ist ein Toter. Mhm. Ist der Tote wichtig? Nein. So, ich kriege also einen Puck-Chock und einen Verlust. Mhm. Dafür sind die Handgranaten ja dann gelandet. Zack, einer weg. Und ein Punkt Schock. Genau, und dann kann er hier R3, das heißt, wie rum war das jetzt? Hier kann er auf jeden Fall einen wegnehmen. Wenn du dich dahin bewegst, du bist nicht innerhalb von 4. Ja. Du kannst sie immer noch schießen lassen. Ja. Dafür brauchst du nicht hin. Und es wären dann 4 Schuss, aber halt -2 und ja. Genau. Oder du bewegst dich hin, das kannst du dir hier noch in Ruhe überlegen. Ich kann auch erstmal hier 3 wegnehmen und dann... Denk darüber einfach in Ruhe. Ich nehme hier einen weg, dann bewege ich mich dahin und dann nehme ich da noch einen weg. Das kannst du auch machen, klar. 2W6. Das sind 4 Zoll, das reicht hier locker. Nur, dass du innerhalb von 4 bist und dann kannst du einen Punkt Schock wegnehmen. Jo. Dann... bin ich dran. Mhm. Ich habe 2 Fünfen, eine 4, eine 3 und eine 2. So, meine Würfel sind platziert. Wir haben hier eine 4 für den Senior Leader. Das bedeutet, er nimmt hier einen Punkt Schock weg bei dem MG-Team. Weil er innerhalb von 4 Zoll ist, darf er das. Dann schicken wir ihn von da, wo er ist, mit 3W6 hier um die Hausecke rum, sodass er dem leichten Infanteriegeschütz Befehle geben kann. Da habe ich 10 Zoll. Das sollte mir eigentlich reichen. Einen. Ja. Ne? Okay. Dann gehe ich hier rum und dann werde ich mit dem leichten Infanteriegeschütz auf deinen leichten Mörser schießen. Mhm. Dann habe ich noch eine 2 für den Trupp. Mhm. Dann soll der Trupp, ich kann auf den Trupp vor mir schießen, aber ich kann auch den Trupp da drüben beschießen. Mhm. Ich werde den... Mit der 2 weiß ich noch nicht, was ich tue. Und dann habe ich hier den Leader. Und mit dem Leader muss ich anfangen, hier Schock wegzunehmen. Mhm. Weil ich das uncool finde. Und dann nehmen wir 2 Schock beim LMG weg. Mhm. Und dann bin ich da durch. So. 3W6. Die muss ich den Leader gleich noch bewegen, ja. Und dann werden wir von hier den Druck nach da drüben wieder aufbauen. Mhm. Und dann werden wir an deinen Jungs, die direkt vor mir stehen, vorbeischießen und die aufs Korn nehmen. So, ja, taktische Beratung, und es ist einfach so, ich muss die da drüben unter Beschuss nehmen. Ich habe keine andere Wahl. Wenn ich die da nicht beschieße, die da am Zaun, dann besteht großes Risiko für die Jungs, dass es eine Section Wipeout geben könnte. Junior Leader Killed oder Rout, da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, die werden wir beschießen. Also die da am Zaun. Ich habe also 13 Würfel treffen auf die 4 oder 5. Wir werden gleich mal gucken. Es spielt keine Rolle, ob ich dich ab der 4 treffe. Ich mache 5 Treffer. Weil ich keine einzige 4 gewürfelt habe. Ja. Dann hast du 5 Schutz. 5 Treffer, ja. Für die Jungs da am Zaun. Das sind 3 Tote und 2 Punkte Schock. Da ist kein Leader mehr bei. Mhm. Das ist also sozusagen Gefahr gebannt. Ja. Mehr oder weniger. Weil du hast jetzt 7 Leute und 7 Punkte Schock. Mhm. Ja, dann ist die 2 erledigt. Und dann haben wir jetzt noch das leichte Infanteriegeschütz auf deinen Mörser. 2 Treffer, wo du in die Open bist. Mhm. Das ist ein Toter, haben keinen Leader. Ja. Ist also nur ein Mann weg an deinem Mörser. Gut, das war meine Phase. Und dann kannst du weitermachen. Ja. So, der Andreas hat wieder Würfel platziert. Hier liegt eine 4 beim Senior Leader und der möchte, dass Handgranaten geworfen werden. Ja. Habe ich gehört. Ja. Guck mal, er hat auch eine in der Hand. Ja, also richtig. Er zeigt schon in etwa, was der Plan ist. Richtig. So, hier ist der Würfeltray. 3. Die erste geht nur daneben. Okay. Die landet nicht bei dir. Das ist nur mit Pasch 1. Jetzt kommt Pasch 1. Nee, das ist die 4. Die landet auch nicht bei mir, weil wir mehr als 4 auseinander sind. Aber die landet bei mir. Okay. MG-Team, ein Toter. Rifle-Team, ein Toter. Oh. Ist der Tote wichtig? Ja. Okay. Was passiert ihm? Er ist tot. Hui. Aber welcher? Der Senior Leader ist weggelaufen. Ja, klar, ja, genau, ja. Der hat sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Das heißt, der Junior Leader ist tot. Mhm. Und noch ein anderer. Und ein anderer. Und dann werden wir einen aus dem Rifle-Team nehmen. Mhm. So, dann habe ich einmal zu würfeln für Bad Things Happen. Mhm. Oder ich nehme dafür meinen Chain of Command Dice. Kannst du es nicht im Nachhinein entscheiden? Das muss ich jetzt ja machen. Ich verhindere den Wurf. Okay. Ich will nicht, dass das negative Auswirkungen hat. Ich verbrenne praktisch den Würfel. Also ich opfer den, damit der Verlust keinen wirklichen Schaden macht. Okay, dann ist es hier tatsächlich... Na gut, du hast immer noch 10 Mann und 4 für das LMG. Yep. Plus deine Bewegung. Genau, und ich habe... Also es sind 17. Na, ganz so viele hast du vielleicht nicht mehr, aber... Nee, bei dir sind es 17. Also. Und bei mir sind es halt 12. Das ist halt irgendwie... Und er noch dazu. 13, 16... Nee, das lohnt sich noch nicht. Okay. Sonst wäre vielleicht der Fall eingetreten, wo wir 3 Würfel auf eine Einheit. Ne? Ja. Aber so macht das keinen Sinn. Gut. Dann machst du jetzt was? Dann kann ich hier weitermachen. Okay. Und versuchen... Also diesmal klappe ich definitiv drüber, ne? Aber... Na, du könntest 2 Einsen würfeln. Aber dann habe ich halt ein... 1, ja, 2. Ich weiß, komm ab. Hier. Nee, du kommst schon ein ganzes Ende. Passt. 5 Zoll? Ja. Das heißt, jetzt kann das hier auch richtig losgehen? Ja, der Druck wird größer. Mhm. So. Und was jetzt? Jetzt hast du noch eine 3. Genau, eine 3 habe ich noch. Ich könnte hier einen Schockmarker wegnehmen und dann nochmal auf dich schießen. Das kannst du tun. Oder ich bewege mich da nochmal und schieße dahin. Dann denk in Ruhe drüber nach. Nee, ich mach das hier. Okay. Und das sind dann... 4 Schuss. 4 Schuss, also 3. Einer, also 3. Einer. Ich bin im Offenen. Auf welches Team? MG. Ist ein Punkt Schock. Ja, dann machst du da deine Bewegung zu Ende. Und ich würfel meine Kommandowürfel. 2 Fünfen, eine 1, 2 und eine 3. So, langes Hin und Her überlege. Wir werden wieder hier anfangen mit Schießen. Diesmal habe ich wieder 8 vom LMG, aber diesmal nur noch einen Schuss vom Rifle-Team. Das Rifle-Team, ein Würfel auf die 4. Haben wir. Und 8 Würfel vom LMG auf die 4. Dann nochmal 4. Da bist du für 4 im Offenen und für einen in Softcover. Im Offenen ein Toter, 3 Punkte Schock. In Softcover gar nichts. Du hast keinen Leader dort, also kriegst du einfach 3 Punkte Schock und hast jetzt 6 Leute mit 10 Punkten Schock. Sind gepinnt. Das auf alle Fälle. Was dann ist die, Sie sind Taktiker? Ja, weil es derselbe Bonus ist. Nice. Gut, dann nehmen wir den Senior Leader von hier. Und der ist innerhalb von 9 zur Infanterie und kann eine Sichtlinie ziehen. Und er sagt, der Infanterie geht zurück ins Haus. Das Ganze werden wir machen mit 3W6, weil wir sicherstellen wollen, dass es klappt. Schließlich habe ich einen Schockmarker. Klappt. So, das sind also 10 Zoll. Und du bist innerhalb von 9, also kommst du ins Haus. Genau. Und dann bleibt mir eine Kommandoinitiative für das Geschütz. Mit dem Geschütz werden wir nochmal auf deinen Mörser schießen. Weil der mir da hinten auf den Sack geht. Ich möchte gerne, dass der da verschwindet. Ich mache mal einen 3 Treffer. Wo du im Offenen für bist. Reinsen. Das ist ein Punkt Schock und ein Toter. Da muss ich jetzt was machen? Nichts, du bist so gepinnt. Nee, wenn du mehr Schock als Leute hast, bist du gepinnt. Das ist also nichts. Und dann bleibt eine Kommandoinitiative über. Und mit der werden wir den Senior Leader von hier hinters Haus schicken. Okay. 4, das könnte klappen. Ja, dann darfst du deine Kommandowürfel nehmen und hast länger Zeit zum Überlegen. Eine Double Face, eine 4, eine 5 und eine 1. So, der Andreas hat sein Anti-Tank-Rifle-Team da hinten mit in den Wald gestellt, damit die zusätzlichen Kugelfang für den Mörser spielen. Und will mit denen jetzt auch schießen, und zwar auf die Infanterie von mir hinterm Zaun. Dann versuch mal, ob du treffen kannst. Das tust du. Und dann nehmen wir das Rifle-Team. Da ist es dann in die Open, ein Punkt Schock. Und dann hast du noch einen Leader, habe ich gehört, der was tun möchte. 2 Schockmarker entfernen. Ja. Und dann sollen die sich 1W6 bewegen und also auffächern und dabei in die Richtung gehen. Hattest du nicht irgendwie gesagt, dass er durchlaufen sollte und den anderen noch den Angriff, Vormarschbefehl geben sollte? Weil er 3 Kommandoinitiativen hatte? Wie soll er das denn schaffen? Er geht von da unter dem Vordach durch und befehligt die. Ich habe doch nur Double Face. Achso, ja, alles klar, dann mach das so. 1W6 nach vorne, sagst du. Ich musste nur eine 2 oder 3 haben. Und das ist sehr wahrscheinlich mit 5. Ja gut, dann tob dich aus. Genau. 1 Zoll, wow. Das muss dann reichen. Genau, das muss reichen. Und dann wolltest du doch schießen, oder was? Genau, dann muss ich halt gucken, dass ich die Bar hier hinbekomme und dann ist das wunderbar. Richtig, dann ist das wunderbar. Aua. Echt schlecht. Ja, dann hast du 5 Gewehre, kann ich sehen. 6 Gewehre. 2, 3, 4. Also 3 Gewehre auf das und ein Schuss Bar. Genau. 2 Schuss und dann halt einer, ne? Und dann halbier. 3 von den Gewehren, genau, und einer von der Bar. Und auf was schießt du? Das Geschütz. Okay, dann sind das wahrscheinlich 3 Treffer. Ja, sind's. Mhm. Du kriegst Deckung, ne? Wegen ja. Schild. Schock mal. Schock. Mhm. Sehr gut. Und dann darfst du deine nächste Phase würfeln. Noch eine Double Face. Eine 1, eine 3 und eine 4. Ja. Maßband. Die Würfel sind platziert und als erstes soll die Tankette irgendwie fahren. 5 Zoll. 5 Zoll. Wie beim letzten Mal. Richtig. Und dann hast du wieder 6 Schuss nach da hinten. Nehme ich zumindest an. Mhm. Die wieder ab der 5 wahrscheinlich treffen. 4 Stück wieder. Okay. Alles klar. Na, dann machen wir 2 für das MG-Team. 1 Punkt Schock. Mhm. Und 2 für das Rifle-Team. 2 Punkt Schock. Mhm. Dann haben wir schon einen ganzen Schwung. Ich habe nicht genug. Ich habe nur einen hier. Gut, das ist dann für das Rifle-Team. Rifle-Team hat mittlerweile 5 Punkte Schock. Okay. Und das MG-Team 2. Ja, dann habe ich hier mit der 1. Genau, den Mörser. Ja, der soll 2 Schuss da reinhauen. Auf mein leichtes Infanteriegeschütz. Genau, die kann er selbst sehen. Richtig. 2 Treffer. Hm. Im offenen dann, ne? Ja, das ist nix. Na komm, wenn du sie zusammenfügst, dann ist es Schock. Ja, und dann sollen die nochmal schießen. Das sind dann wieder diese 6 Schuss. Genau, 6 und 3 diesmal. 3? Ja, die Bar hat 3. So, ja, genau, wegen der Halbierung ist es nur 1 und 2. Genau. Das sind 2 Treffer mit der Bar. Mhm. Und das sind 2 mit den Rifles. Das sind 4. Jo. Und das ist 1 Punkt Schock. Jo. Ja, Beschuss, ein Pinmarker und eine Kommandoinitiative von deinem Offizier jetzt weg. Mhm. So, und jetzt wolltest du was machen? Ja, das hat ja nicht viel gebracht. Also richtig. Werde ich jetzt mit ihm 3W6 laufen. Genau. Bis zur Hausecke hier. Hier so einmal durch. Mhm. Bis zur Hausecke okay. Maximal halt. Sauber. Das war auch gut, dass ich das angesagt habe. Richtig, sonst fällt er auf der anderen Seite vom Tisch runter. Genau, läuft einfach vom Tisch. Genau. Und dann hast du noch eine Kommandoinitiative nach. Genau, und dann sollen die sich 3W6 vorwärts bewegen. Also gut. Vorwärts stürmen. Auch wieder so ein guter. Die kommen auch 14 Zoll weit. Mhm. Jo, das ist ja... Okay, polnischer Vorstoß, hätten wir bald gesagt. Ist die Offensive von Bzura, ne? Also ja. Halt die Schlacht von Bzura heißt das. Ja, genau. Bzura. So. Wie der Fluss auch immer heißen mag. Ich warte immer noch darauf, dass mir irgendjemand sagt, wie der Fluss auf Deutsch heißt. Bzura laut Wikipedia. Ja. Aber auf Karten findet man ihn nicht. Richtig. Nee, er wurde wahrscheinlich umbenannt. Nee, auf den alten Karten sieht man ihn auch nicht. Dann hast du deine Kommandowürfel. Ja, nochmal. Richtig. Letzte Double Face. Egal, was du würfelst. Nö. Ja. Und eine 1, eine 3 und eine 4. Genauso wie gerade eben. So, der Andreas hat seine Würfel platziert und hat teuflische Pläne ausgeheckt. Ah, ha, ha, ha. Ja, gut, er will anfangen mit dem Mörser. Reicht der Mörser in das Gebäude. Ja, okay. Das sind 2 Treffer. Dann haben wir Softcover für das MG-Team. Nix. Und für das Rifle-Team. Auch nix. Okay, dann hier 2 mal Handgranaten. Alles klar. Dann hat er auch das aufgebraucht. Genau, die erste Handgranate. Du brauchst eine 8. Das ist eine 7, das reicht nicht. 10. Aber eine 10. Holla. Mhm. In dem Raum, wo die Granate landen kann, ist nur mein MG-Team. Mhm. Ja. Ne? Ja. Das ist ein Toter. Mhm. Ja. Aber kein wichtiger. Weil der Senior Leader ist doch ganz schön mal weg. Ich habe ja auch den Squad Leader. Ah ne, da ist ja keiner mehr. Der ist ja tot. Genau, dann ist ja nur einfach ein Mann tot. Auch gut. Haben wir einen Mann verloren. Mhm. Stimmt, da war ja kein Leader mehr. So, und dann habe ich hier noch die 4. Richtig. Dann sollen die erstmal da reinschießen. Alles klar. Das sind dann deine 6 und 3. Mhm. 3. 2 Stück davon. Und da auch 3 Stück von. Ja, also 5 Treffer. 5 Treffer. Ich verteile, dann machen wir 3 auf die Rifle-Jungs. Mhm. Ein Toter, ein Punkt Schock. Mhm. Und 2 auf die MG-Jungs. Ein Toter. Ja, nur ein Toter, weil es Hardcover. Mhm. So. Musst du jetzt würfeln, weil jetzt hast du, glaube ich, den Senior Leader in der Nähe. Weil es das Rifle-Team. Ja, aber es... Hat er den... Ja, wir machen das mal. Okay. Das können wir auch sonst machen. Wir würfeln mal. Ist er nicht. Mhm. Dann kriege ich einen Punkt Schock. Mhm. Den darfst du mir geben. Und dann verliere ich 2 Mann. Dann hast du noch 7. Dann habe ich noch 7, so, ja. Und dann hast du noch LMG, dann sind wir bei 11. Dann noch... Verteidige ich noch Cover. Das bedeutet was? Für jeden Hardcover haben wir gesagt, ist es. Dann verliere ich für jeden, dann kriege ich für jeden zweiten Würfel einen extra. Boah, das ist hart. Na? Mhm. Dann überleg dir, sonst kannst du von dort, wo du bist, natürlich auch einfach schießen. Mhm. Dann würde ich kriegen 1, 2, 3, 4, 5. Der nicht. Der kann keine eigene Sichtlinie ziehen. Was 1, 2, 3, 4, 5 und die 3. Das wären 8. Genau. Willst du das machen? Ein bisschen muss ich dich halt noch dezimieren, bevor das alles richtig losgeht. Ja. Ja. Gut. Kann ich machen. Im Zweifelsfall schieße ich dich halt einfach weg, ne? Genau, mach das. Wow. Das ist einer und es bleibt bei einem. Und das sind 2 weitere. Mhm. Dann machen wir 2 für die Rifle-Jungs. Nix. Und 1 fürs MG. Auch nix. Wow. Auf der Seite ist bulletproof sozusagen. Mhm. Gut, dann... Ja. 2 Dreien, eine 4, eine 5 und eine 6. So, ich habe meine Würfel platziert und dann werden wir hier erstmal 2 Punkte Schock wegnehmen. Und dann sind wir da schon wieder durch. Hm. Dann haben wir hier was. Da werden wir hier 2 Punkte Schock wegnehmen. Mhm. Dann sind wir da durch. Ja. Und dann werden wir mit dem Senior Leader denen sagen, die sollen da hinschießen. Mhm. Vier Treffer. Zwei Tote, ein Punkt Schock. Nicht der Leader. Den Schock kannst du von mir kriegen. Den habe ich gerade weggenommen bei mir. Mhm. So, und dann haben wir noch 2 Kommandoinitiativen. Mhm. Und dann wird er sich um die Jungs da kümmern. Mhm. Und wird dazu, was wird er denn dazu tun? Er wird denen sagen, er wird die auf Overwatch packen, glaube ich. Overwatch. Ne, wir müssen erstmal einen Mann rüberschicken zum MG-Team. Mhm. Und dann wird er beim MG-Team einen Punkt Schock wegnehmen. Mhm. Kann er nicht. Beim Rifle-Team nimmt er einen Punkt Schock weg. Ja, stimmt. So. Und dann bin ich durch mit meiner Phase. Mhm. So, die Würfel sind platziert und die Tankette soll mal wieder ein bisschen vorwärts rollen. Mit einem Zoll. Da kommt sie nicht ganz so weit. Nee. Aber dann kriegt sie ihr altbekanntes Ziel wohl, wa? Ja, da wo du die Pinmarker, Stockmarker weggenommen hast. Ja, sauber. Ja, dann kann ich auch dahin ziehen. Dann gebe ich sie dir direkt zurück mit 3 Treffern. Jawohl. 3 Treffer, dann machen wir 2 für die Rifle-Jungs, 1 fürs LMG. 2 für die Rifle-Jungs, 2 Punkte Schock, 1 fürs LMG, nix. Sind wir wieder da, wo wir vorher waren? Ja, so grob kommt das hin. Ja, und dann möchte ich noch schauen, wie weit ich mich mit denen bewegen kann, wenn ich mich aufwächere. Ja, du willst dich nur aufwächern, genau. Und dann schießen halt mit halber Effektivität. Dann hast du 4 Zoll. Das ist, hat sich gelohnt. Das denke ich auch. Für dieses Auffächern haben wir halt keine richtige Regel. Ne, das ist halt so ein kleiner Knackpunkt, den wir praktisch per Hausregel machen, weil du ja eigentlich deine Feuerfront verbreitern willst. Aber das nicht als richtige Bewegung auf den Gegner zu deklarierst. Das ist irgendwie schwierig. Aber wir machen das einfach so, weil wir es können. Genau. Und es ist halt auch einfach so, man kann sich ja denken, okay, die Soldaten, die können denken. Und dann werden die natürlich versuchen zu schießen. Richtig. Und nicht einfach stehen bleiben, okay, wir haben jetzt nur so und so viel gewürfelt, das funktioniert ja so nicht. Nein. Also wenn man versucht, das realistisch zu interpretieren, dann macht das auch Sinn. Ein bisschen. Gut, und dann kriegst du ein paar Schuss zusammen, habe ich gehört. Dann kriegst du 2, 4, 8. Also 4 davon und 1. Genau, 4 und 1. Einer? Jupp. Und 4. Und noch ich habe darauf geachtet, dass ich nicht innerhalb von 4 Zoll bin. Klar. 1 und 1, das Rifle-Team, nix, das MG-Team, nix. Hat sich gelohnt. Für Hardcover halt. So. Jo. Deutsche Phase. Double Face. Und 4-3-1. Jupp. Alles klar. Dann haben wir eine 4. Wissen wir, wo sie hin muss. Und wir wissen, wo die 3 hin muss und wo die 1 hin muss. Ne, wo die 1 hin muss, wissen wir noch nicht, da würfeln wir für. Wir werden den Sniper versuchen. Der kommt aber nicht durchs Bombardment. Dann ist das erstmal erledigt. Das ist immer noch andauert. Ja. Und dann machen wir was mit dem Leader und nehmen da hinten irgendwo Schock weg. Ja, mit der 3 nehmen wir hier 2 Punkte Schock weg. Dann sind wir da wieder, wo wir vorher waren. Und dann machen wir hier weiter. Wir nehmen den Leader, lassen das leichte Infanteriegeschütz schießen. Diesmal schießen wir... Ach komm, wir schießen nochmal auf den Light Mortar. 4 Treffer. Ja, sind 2 und 2. Jetzt sterben beide. 2 alle Anti-Tank. Anti-Tank-Rifle-Team tot. Ja. Mörser. Lebt. Okay. Lol. Bad things happen. Ja. 6 für Team Wiped Out ist, glaube ich, -1. Team Wiped Out oder Support? Team. Nee, das ist ja, genau. Ja, 1. Dann bin ich bei 6. Ja. Gut. Lol. Und dann sagen wir dieser Section, sie soll schießen, und zwar auf die Jungs. Dann haben wir 4 und 7. 4 und 7 sind 11, richtig? Ja. 5, 8, 9, 10, 11. Wolltest du irgendwas tun, weil du einen Würfel hast? Mich interrupten, irgendwas? Vor mir schießen? 7 Mann plus LMG sind 11. 10. 13. Oder schießen. Ich könnte die Interruption nutzen, um zu schießen, ja. Das kannst du machen. Weil dann hätte ich 8 und 3. Das sind 11 Schuss. Willst du das machen? Das lohnt sich, weil dann schwäche ich dich auch gleichzeitig. Alles klar. Das ist doppelt gut. Muss ich halt warten, bis ich den nächsten habe. Richtig. Dann kann der Andreas 8 Würfel so werfen. Das sind schon mal 4 Treffer. Und die Bar. Und die Bar. Das ist keiner. Aber 4 sind 2 und 2. 2 für die Rifle-Jungs. 2 für die Rifle-Jungs. Das ist nix. Und das LMG. 1 Punkt Schock. Dann... Nö. ist nur ein weiterer, verliere ich nichts durch. Dann habe ich trotzdem noch meine, was hatte ich gerade eben gesagt? 11, ne? Mhm. Hat sich nicht gelohnt. Nee. Das sind 7. Bist du mit 4 innerhalb von 4 zueinander? Was? Sind deine beiden Trupps innerhalb von 4 zueinander? Nö. So wie ich das sehe, nicht. Nee, dann nicht. Okay. Dann hast du 4 Tote und 2 Punkte Schock. Der Leader? Nur eine Wunde. Und Bad Things Happen für Junior Leader Wounded. Na, 1 ist nix. Jo. Dann kannst... Nee, ich habe Double Face gehabt. Mhm. Oh, Mann. Dann muss ich da drüben wieder Schock wegnehmen. Mhm. Dann nehmen wir einen beim Rifle und einen beim MG weg. Sozusagen Housekeeping. Mhm. Dann nehmen wir eine 1 hier. Mhm. Und machen nochmal 6 Schuss in den Mörser. Mhm. 4 Treffer. 4 Eisen. Fast. Tot. Ja. Ja. Team wiped out. Nochmal 1. Und dann habe ich hier nochmal die 7 und die 4. Und nochmal 11 Schuss. 7 und 4, richtig? Jupp. Und wir nehmen nochmal die. Mhm. 8, bitte. Vier tot, 2 Punkte Schock. Moment, ich muss... Der Leader kippt um. Achso, er ist dann nur betäubt. Genau. Das ist 2 und 3. Genau. Bad Things Happen. Nochmal eine 1 oder 2. Jupp, nichts passiert. Bist du sicher? Ja. Nee, Moment. Junior Leader Wounded. 1 und 2 ist nichts. Tatsächlich. Hm. Okay. So, dann bist du. Double Face. Okay. Senior Leader und ein Punkt Chain of Command. Alles klar. So, der erste Senior Leader. Ab durch die Pforte und 12 Zoll. Mhm. Da an der Hecke längs. Ja, irgendwie so. Ja, genau. Genau, das hat geklappt. Mhm. Und dann soll er sich bis dahin bewegen. Gut. 8. Gerade so. Wie befohlen. Dann bleiben ihm 2 Kommando-Initiativen und dann wolltest du 2 Punkte Schock wegnehmen, richtig? Jupp. Oder 1 Punkt Schock und schießen. Und ja, das ist eigentlich besser, ne? Ja, ich glaube, das mache ich so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 und 3. Oh, 1 verlierst du, 7 und 3. Ich kann natürlich auch die Aktion Defibrillator, oder wie das heißt, benutzen. Nein. Das sind 2 und den darfst du wiederholen. 3. 6. Ziemlich gut. 6 Treffer. Das ist sehr gut. Ja. Dann machen wir 3 fürs Rifle-Team. Nix. Und 3 fürs MG-Team. 2 tot, 1 Punkt Schock. Okay. Da ist der Leader zu weit. Mhm. Das heißt, den haben wir da nicht. Aber ich kriege einen Punkt Schock für den letzten verbliebenen Mann. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt 5 Mann und insgesamt 5 Punkte Schock. Mhm. Also noch nicht gepinnt. Noch nicht gepinnt, aber fast. Ja, das war dann eine Phase. Richtig. Nächste Phase. Ja, das kann man so machen. Richtig, eine 4 und eine 2. Dann kann er hier... In dem Moment, dann fange ich damit an, hier zu schießen. Okay. Und zu schauen, was das Ergebnis davon ist. Yep. Und danach kann er dann 2 Schockmarker wegnehmen und dann können sie assaulten wahrscheinlich. Oder schießen, je nachdem halt, ne? Ja. Ja, weil das ergibt sich dadurch. Genau, alles andere geht ja nicht mehr. Es würden noch andere Dinge gehen, aber die sind nicht so sinnvoll. 6 und 3. Genau. 3. 2 Stück. 4 Stück insgesamt. Mhm. 2 für die Rifle-Jungs. 1 Punkt Schock. Mhm. 2 fürs LMG. Nix. Du hast jetzt 5 Leute. Und 6 Punkte Schock. Ich bin gepinnt. Außer ich nehme den Leader mit. Ne, ich bin nicht gepinnt. So. Nachdem er doch den einen oder anderen Verlust gemacht hat, hatte Andreas sich überlegt, dass er mich jetzt aus dem Objective herauskämpfen möchte. Genau, aber erstmal entferne ich hier einen Schockmarker. Genau, eine Kommandoinitiative von ihm weg. Genau, die andere gibt er dafür aus, um dahin zu gehen. Genau, um sich selbst dahin zu stellen auf den Jump-Off-Point. Nehme ich 3 Würfel für. Richtig, kommst du auf alle Fälle an, stehst dann halt Base-to-Base mit ihm. Und dann läuft er noch auf der Stelle rum. Richtig. Auf so einem der letzte Laufbrett-Ding Command geht dann Laufband für die Infanterie, dass sie mich assaulten soll. 8. Genau. Kommst also du super 6. an. So, Andreas hat 11 Würfel, ich habe 18. 10 habe ich. Oder 10 hat Andreas. Stimmt, da war was. Du darfst vorlegen. Das sind 5 Tote und 2 Punkte Schock. Jo. So, dann kämpfe ich zurück. Ich töte 2, 3 und mache 1 Punkt Schock. Und es kann nicht der Leader sein. Kann nicht der Leader sein. So, wenn ich jetzt eine 6 würfel, dann hast du meinen Leader nicht getroffen. Ja. Aber dann hast du Section Wiped Out und kannst meine Position erobern. Wieso kann ich dann eine Position dann schon erobern? Achso, weil der Trupp dann weg ist, deswegen kann ich konsolidieren. Ne? Genau. Das heißt, du hast meinen Leader... Nee, nicht konsolidieren. Du kannst einfach meine Position einnehmen. Da, wo du standest, da, wo du gestanden hast, da kann ich dann stehen. Richtig. So, meinen Leader hast du nicht verwundet, nicht getötet, nichts. Aber wir müssen das Nahkampfergebnis anwenden auf ihn. Ja. Und das bedeutet, ich habe verloren um 2. Das ist 9 weg vom Gegner. Und dann würde ich Schock bekommen. 9 weg vom Gegner. Nee, warum läufst du denn dann... Das ist ja nicht die Richtung dann. Naja, ich habe ihn dahin gestellt, weil ich Teil des Ganzen bin. Ich hätte hier so irgendwie mit rangemusst. So, und dann ist 9 wahrscheinlich da. Okay. Na? Ich wollte nur, dass das halt auch irgendwie... Ne? Es soll schon in die richtige Richtung dann laufen. Und dann laufe ich halt hier rüber. Ja, okay. Aber dann haben wir Section Wiped Out. Nicht mit dem, sondern mit dem. Eine 3. War halt auch nur eine Frage. Ja, alles gut. Ich weiß eh nicht genau, wie das jetzt ablaufen sollte. Und die Regeln geben das auch nicht ganz her. Du kannst einmal gucken, was Section Wiped Out mit einer 3 ist. Minus 1. Ja, dann bist du jetzt bei 9 Force-Moral. Ja. Langsam wird's knapp. Ja, wahrscheinlich. Du stehst auf dem Objective. Auf dem Spiel-Objective. Ja. Und kann den Turn beenden. Nein, kannst du nicht. Du hast nur 5. Stimmt. Ja. Kannst du den Turn für mich beenden? So, nein, ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwas voll habe. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe auch nur 5. So, aber geschlagen um 2 zum Gegner gucken. Das wäre dann so. Also wenn wir das falsch gemacht haben, wenn er vom Tisch hätte laufen sollen, denn was hätte passieren können? Senior Leader Routes from Table mit einer 1. Das wäre minus 1. Nee, minus 2. Minus 2. Dann leg mal einen zweiten Marker hin. Hm? Bei mir. So, ja, 7. Das wären dann die 7. Dann bist du durch oder hast du Double Face? Immer noch besser. Double Face hatte ich nicht. Dann bin ich dran, ja? Ich hätte eine 6 und eine 5. Gut. Dann habe ich jetzt den vollen Chain of Command Würfel. 2 und 4. Mhm. Das heißt, jetzt wäre es interessant, ob der Leader noch da ist oder nicht. Mhm. Aber egal, wir gucken mal. So, da mit meinem Wurf, das ja doch wichtig sein könnte, ob ich einen Senior Leader habe oder nicht. Mhm. Und ich mir echt nicht sicher bin, ob wir das da vorne richtig gemacht haben. Wirst du jetzt den Tisch verlassen? Dann kann ich die beiden Vieren nicht benutzen und habe 2-2. Mhm. Mit der 1-2 werde ich, ja, genau. Werde ich da drüben den Trupp aktivieren. Mhm. Und mit der anderen 2 werde ich versuchen, den Trupp, den ich noch außerhalb habe, weil ich einen Adjutant habe, aufs Spielfeld zu holen. Der kommt. Mhm. Dann werden wir den mal irgendwo platzieren, wo ich das noch kann. Mhm. Und dann werden wir gucken, was wir da draus machen. So, ich habe hier mal einen Infanterietrupp platziert. Und dann werden wir versuchen, Handgranaten durch die Fenster zu werfen. So, die erste Handgranate. Eine 10. Trifft. Mhm. Und die zweite? Und die zweite Handgranate trifft nicht. Es ist ja minus 2. Kommt gerade noch. Trifft nicht. Nee, reicht nicht. Eine Handgranate drin. 3 Würfel. Ja. Für den Trupp. Ja, das ist ja mein Tag. Ein Toter. Okay. Und sonst nichts. Ja, läuft. So. Und da, das durfte ich nicht. Den darfst du wieder hinstellen. Mhm. Ich habe es mit einer 2 gemacht, nicht mit einer 3. Lol. Ups. Mal gut, dass wir zwischendurch aufpassen. Ja, das war aber ein gutes Ergebnis. Das können wir so lassen, weil dann hast du die Granaten nicht mehr. Das kannst du nicht mehr machen. Genau. Aber wir können schießen. Dann haben wir nämlich die 9 Schuss. Und wenn nämlich 3 Treffer macht, dann nehmen wir dasselbe wie gerade eben. Dasselbe? Ja, dann hast du einen Toten und nichts. Okay. Klar. 9 auf die 4. Das sind ein paar mehr. 5. Wenn du willst, kannst du davon 3 trotzdem mit dem Würfelergebnis machen von gerade eben. Willst du? Neu. Gut. 2 Punkte Schock, ein Toten. Ich mach das doch anders. Aber ist trotzdem nur einer tot. Genau. Und 2 Punkte Schock kriegst du hier. Zack. Danke. Bitte. So, und dann werden wir mit den Jungs nach da laufen und die assaulten. Ich habe 6 Mann. Ja. Das ist ganz viel. Ich verliere 2 Zoll von den 11, die ich gewürfelt habe. Mhm. So, nachdem wir das zusammen kalkuliert haben, es ist so, dass ich 4-mal so viele Würfel habe wie der Andreas. Der hat nämlich nur 2. Und deshalb läuft er 12 Zoll weit weg und kriegt 8 zusätzliche Punkte Schock. Und ich muss da stehen bleiben, wo ich bin. Und damit breakst du, ne? Das ist dann 2W6 plus 6 weiter. Ich glaube, ich breche damit, ja, weil 8 alleine schon. Gut. Jetzt gehst du weitere 2W6 plus 6. Das sind dann 18. Bist also noch auf dem Tisch. Lol. Yep. Sehr gut. Dann hast du einmal Bad Things Happen. Das ist eine 4. So, da ist der Punkt Chain of Command. Ja. Und 2. Und eine 2. So, mit den 2 Einsen hat der Andreas Pläne. Ja, in die Richtung. Genau, er möchte am Brunnen vorbei nach hier laufen. Genau, bis zum Waldrand maximal. Genau. Und mit 6 Zoll wird das nicht so richtig was. 6 Zoll, 5. 5. Ja, die 6 Zoll haben dich zwar vielleicht nicht so weit gebracht, wie du gerne möchtest, aber du bist außerhalb meines Arcs of Fire. Für das LMG. Ja, wenn ich richtig erahne, aber was du gleich vorhast. Aber nicht von den... Ich bin nicht hinter dir. Nein, aber das brauchst du ja auch nicht. Hätte geholfen. Hätte geholfen, klar. So, dann soll ich was machen. Hm. Nee, lass mal. Oh, okay. LOL. Okay. 5 und 3. Ah, okay. Ja, das ist witzig, aber erstmal kann ich jetzt die Interruption spielen, ne? Ja. Und dich angreifen. Richtig. Mit 3W6. Ja. Das sind dann 7. Genau. Und dann bin ich bei dir. Richtig, dann bist du bei mir. So, ich komme dir dann ein bisschen entgegen, weil wir ja innerhalb von 4 zueinander stehen müssen. Hm. So, und dann gucken wir mal, wer wie viele Würfel hat. So, da ist das Gemetzel. Der Andreas hat Glück, dass er von jenseits des LMGs kommt und darf vorlegen. Wow. Du tötest einen und gibst mir einen Punkt Schock. Mhm. Aber jetzt würfelst du gleich eine 1. Ich würfel auf alle Fälle 5. Mhm. Ist dein Leader. Er kippt um. Okay. Bad things happen. Yep. Das ist eine 5, das ist minus 1. Mhm. Und ich brauche die 3. Da passiert nichts, aber ich kriege einen Punkt Schock. Dann hast du um 4 verloren. Das ist doof für dich. Mhm. Du läufst irgendwie an diesem Haus vorbei nach da. Okay. Und kriegst so und so viele Punkte Schock wahrscheinlich. Mhm. Aber das ist gar nicht alles das Entscheidende sozusagen. Das kommt gleich. Ja, ich glaube, da kann ich eh nichts tun. Das heißt, ich habe eine 3, mit der ich irgendetwas tun muss. Irgendetwas. Hier wollen wir erstmal das erklären? Ja, genau. Da ich bin nur gerade noch ein bisschen konfus, weil... Ich glaube, das Szenario, wo wir beide unsere Force-Moral gleichzeitig verlieren, das wird nicht eintreten. Nein, dafür hast du zu schlecht gewürfelt. Ja, danke. Bitte. Jetzt sind es meine Schuld. Wo ist denn das jetzt hier? Hinter den Fahrzeugen. Defeated by 4. 18 Zoll. 18 Zoll? Und dann verdoppeln wir Dinge. Okay. Das bringt dich nach 4 und dann kriegst du 2. Und dann krieg ich 4. Yep. Hast du dir die Verluste schon weggenommen? Nee, ne? Nee. Dann sind sie auch gebrochen. Ne? Nein, dann bist du nur pinnt. Ja, stimmt. Ich finde auch nur 4, weil einer davon ist ja der. Richtig. Na, dann gehst du 18. 18 ist da. Ja. Hm. So. Gut. Hm. Was mache ich denn jetzt? Ich habe eine 3. Mhm. So, und ich muss... Dann werde ich dich mit dieser 3 assaulten. Hier im Haus. Mhm. Ja. Na, dann machen wir Handgranaten und ich greife dich mit 2W6 an. Mhm. Na, Handgranaten. Minus 2 macht 2 Treffer, glaube ich. Mhm. Und mit 2W6 greife ich dich an. Ich komme an. Also 3 Würfel. 2 Tote, 1 Punkt Schock und die zweite Handgranate. 2 Punkte Schock. Dann bist du gepinnt. Ja. Genau. So, und dann greife ich dich an. Zack, zack. So, der Andreas hat da nicht so viele Würfel. Da haben die Handgranaten gute Dienste geleistet. Der Andreas ist, glaube ich, ausgelöscht. Das heißt, er zieht sich auch nicht zurück, sondern er verliert nur seine 6 Mann. Ich verliere 2. Nicht der Leader. So. Ja, dann Section wiped out. Minus 2, dann habe ich verloren. Dann hast du verloren. Und der Trupp wäre noch weg. Jetzt wäre noch mal einer. Und du würdest einen... Und ich würde den Jump-Off-Point verlieren. Ja, das musst du ja machen. Minus 2. Ja. Dann bin ich runter auf 5. Und du bei 0. Ja, alles klar. Blutiges Ding. Ja, das war sehr blutig. Na, da hatte ich Schwein mit dem Angriff davon von der Seite. Das war... Na, eigentlich hätte ich den sogar... Naja, fast von... Wenn du weiter rumkommst, ist das sogar ein Angriff von hinten. Genau, und dann noch besser würfeln. Ja, dann hilft das. Ja. Aber Angriff von hinten halbiert meine trotzdem. Ja, also das hätte geholfen. Das hätte auch geholfen, wenn du nicht besser würfelst. Aber normalerweise hätte ich ja noch besser würfeln sollen. Wow. Ja, läuft. Aber wir haben den polnischen Vorstoß gestoppt, sozusagen. Ja, wie immer, falls wir irgendwelche Fehler gemacht haben sollten, dürft ihr uns gerne sagen, wenn dem so ist. Also das hier mit dem Senior Leader war wahrscheinlich nicht hundertprozentig korrekt. Aber wir wissen es nicht, ob der Senior Leader, Junior Leader da liegen bleibt. Wir nehmen das mal an. Warum sollten die ihn mit nach vorne schleppen? Ja. Die anderen Geschichten, glaube ich, haben wir soweit alle richtig gemacht. Und wir haben sogar das mehr oder weniger historisch korrekte Ergebnis. Ein Haufen Tote und ein sehr blutiger Kampf um eine kleine Ortschaft im von den Deutschen besetzten Polen. Ja, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann kommentiert doch bitte fleißig. Abonniert uns, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Followed us on Twitter. Dafür ist der Andreas, der gegen den ich heute gespielt habe, verantwortlich. Guckt mal auf Facebook vorbei. Da kümmert sich meine Frau Nicole drum. Und wenn ihr wollt, dass wir noch bessere, noch coolere Sachen machen und noch mehr von allem, dann denkt darüber nach, uns bei Patreon zu unterstützen. Ja, dann danken wir euch fürs Zuschauen. Vielen Dank. Und wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.